Hallo und herzlich willkommen zu Food Trends. Mein Name ist Birgit, ich bin Personal Trainerin und gleichzeitig auch ein leidenschaftlicher Foodie. Und was passiert hier eigentlich bei Food Trends? Genau drei Dinge. Erstens, ich begebe mich auf die Suche nach neuesten Trends und oder Produkten aus dem Ernährungsbereich. Zweitens, ich teste sie für dich. Und drittens, ich berichte dir von meinen Erfahrungen. Und ich bin mir ziemlich sicher, da ist auch ab und zu mal was für dich dabei. Also, ich freue mich auf dich. Starten wir also mit folgendem Test. Ich habe gestern im Supermarkt von Bonduelle ein neues Produkt entdeckt, nämlich einen Reisersatz. Und da gibt es genau drei Sorten. Schauen wir uns die doch mal etwas näher an. Wir haben jetzt hier genau drei Varianten. Einmal aus roten Linsen und Karotten, dann aus Erbsen und Zucchini und aus Kichererbsen und Mais. Man sieht, es ist reich an Proteinen, nur mit natürlichen Zutaten und 100% Hülsenfrüchte und Gemüse. Noch dazu glutenfrei. Und der Hersteller ist so sehr davon überzeugt, dass er sogar sagt, zufrieden oder Geld-zurück-Garantie. Jetzt schauen wir uns doch mal im Vergleich zum herkömmlichen Reis die Nährstofftabelle an. Werfen wir doch mal einen Blick auf die Energie- und Nährstoffdichte. Links haben wir das neue Produkt, den Reisersatz, und rechts haben wir einen ganz herkömmlichen Mittelkornreis. Und es fällt zunächst auf, dass die Energiedichte bei dem neuen Produkt etwas geringer ist, mit 340 Kalorien im Vergleich zu 361 Kalorien. Besonders prägnant ist für mich der Unterschied im Eiweißbereich. Dort haben wir beim neuen Produkt 22 Gramm pro 100 Gramm und beim herkömmlichen Reis 7,4 Gramm pro 100 Gramm. Natürlich macht sich das auch bemerkbar in den Kohlenhydraten, 55 Gramm zu 78 Gramm. Was natürlich gleich ins Auge fällt, ist der unterschiedliche Fettgehalt. Da haben wir beim neuen Produkt 1,7 Gramm im Verhältnis zu 0,6 Gramm beim herkömmlichen Produkt. Lass dich davon bitte nicht abstrecken, denn der Unterschied ist hauptsächlich in den ungesättigten Fettsäuren. Und die haben ja bekanntlich einen positiven Einfluss auf den Körper. Die gesättigten Fettsäuren, das siehst du mit einem Blick, das ist kaum ein merklicher Unterschied von 0,2 zu 0,1 Gramm. Also aus meiner Sicht bezüglich der Nährstoffdichte ist das neue Produkt eindeutig im Vorteil. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieses neue Produkt mit einem Nutri-Score von A bewertet wurde. Herkömmlicher Reis hat in der Regel einen Nutri-Score von C. Und der sagt aus, wie ist ein Lebensmittel zu beurteilen hinsichtlich seiner Nährstoffdichte. Ja, das ist das eine. Das andere, zwei Dinge sind für mich aber noch ganz, ganz entscheidend. Nämlich, wie ist das Handling? Und am allerwichtigsten ist, wie schmeckt es? Und das probiere ich jetzt aus. Ich habe mich jetzt mal für die Variante Erbsen und Zucchini entschieden. Und ich mache mal hier hinten ist was angegeben, das gefällt mir, das finde ich gut. Eine Reispfanne mit Pilzen, also eine Art Pilzrisotto. Und das probiere ich jetzt mal aus. Was mich schon mal auf jeden Fall begeistert, ist die Kochzeit. Hier steht nämlich 10 Minuten und das ist ja die Hälfte vom herkömmlichen Reis, der muss schon 20 bis 25 Minuten kochen oder quellen. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Bleibt dran! In das kochende Salzwasser gebe ich jetzt einfach diesen Zucchini-Erbsen-Reisersatz hinein. Und jetzt steht hier drauf, 8 Minuten kochen lassen. Ich bin gespannt, was daraus wird. Und auf der anderen Platte haben wir die Pilze mit den Schalotten, die zunächst auch etwas anbraten. Hier haben wir jetzt den Reis aus Zucchini und Erbsen, den ich gerade abgegossen habe. Und so schaut das Ganze aus, also etwas grünlicher. Und ich mache jetzt mal den Geschmackstest. Auf jeden Fall sieht es sehr, sehr ähnlich aus wie Reis. Und ich finde, der Geschmack ist nicht ganz so neutral. Ich könnte jetzt aber gar nicht genau beschreiben,
wie es schmeckt, vielleicht liegt es auch an der grünen Farbe, das kann ich gar nicht so genau sagen. Und ich finde, wenn ich jetzt die Augen zumache, hat es durchaus Ähnlichkeit. Es ist ein bisschen körniger, aber das finde ich jetzt persönlich gar nicht so schlecht. Ich gebe den Reis jetzt in die Pilze, die angedünstet sind mit ein bisschen Schalotten, ein bisschen Knoblauch. Und dann habe ich das natürlich nochmal aufgegossen mit ein bisschen Gemüsebrühe, denn so macht man ja ein schönes, schlotziges Risotto. Und jetzt kommt, wie gesagt, dieser Reis dazu und viel Parmesan. Und dann schauen wir uns mal an, was daraus geworden ist. Das Risotto oder die Reispfanne ist nun fertig und ich bin ganz gespannt, es zu probieren. Also optisch sieht das komplett für mich wie Reis aus. Es ist natürlich ein bisschen grün. Ich würde immer darauf achten, was für Lebensmittel man dazu verwendet, damit das auch optisch gut aussieht. Aber jetzt bin ich ganz gespannt. Also, ich bin begeistert. Es schmeckt hervorragend. Es ist für mich wie Reis. Wenn ich die Augen zumachen würde, wüsste ich nicht, ob ich es erkennen würde, dass es kein herkömmlicher Reis ist. Und ganz ehrlich, was ich hier sage, ist vollkommen neutral. Ich habe keine Aktien mit oder bei Bonduelle. Und ich bin wirklich überrascht und begeistert. Also, das ist eine tolle Alternative zum herkömmlichen Reis. Und die Vorteile, die schauen wir uns aber gleich nochmal komprimiert an. Und vor allen Dingen zeige ich dir noch ein Bild, wie das Essen aussieht, wenn es schön angerichtet ist. Guten Appetit! Lecker! Zum Schluss fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Aus meiner Sicht gibt es 5 Vorteile. Das erste, Nährstoffdichte super. Kohlenhydratanteil geringer als bei herkömmlichen Reis, Eiweißgehalt höher als bei herkömmlichen Reis. Dazu eine wesentlich schnellere Kochzeit, eigentlich die Hälfte mit 8 bis 10 Minuten ist der Reis fertig. Und zum Schluss ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es schmeckt lecker und hat wirklich optisch als auch geschmacklich sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit dem, was man kennt. Und da wir ja alle Gewohnheitstiere sind und eigentlich oft das machen, was wir schon kennen, kann ich dir nur sagen und dir empfehlen, probier's aus und du wirst sehen, es wird dir schmecken. Ich hoffe es zumindest. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Und wenn du Lust hast, abonniere meinen Kanal. Da wirst du vieles Interessantes finden rund um die Themen Sporternährung, Motivation. Also ganz vielseitige Themen und ich freue mich wirklich auf dich.